Nachdem Konstantinopel der ukrainischen orthodoxen Kirche die Eigenständigkeit zugestanden hat, wurde in Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Kiew das orthodoxe Weihnachtsfest gefeiert. Seit der Unabhängigkeit ist eine eigene, ebenfalls von Russland unabhängige Kirche ein Ziel nationalistischer ukrainischer Kreise gewesen, das mit der Verschärfung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine immer mehr Bedeutung gewonnen hat. Die russische orthodoxe Kirche und ihr Patriarch Kirill verurteilten die Lossagung entsprechend scharf. Das Moskauer Patriarchat hat die Beziehungen zu Konstantinopel abgebrochen. Auf ukrainischem Boden existieren jetzt moskauhörige und ukrainisch-nationalistische Kirchen mit entsprechendem Konfliktpotenzial auch im Weltlichen. Die ukrainische Eigenständigkeit erschüttert die Vormachtstellung Russlands in der Orthodoxie. Der ukrainische Präsident führt damit einen direkten Schlag gegen ein wichtiges Instrument russischer Machtpolitik.